Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur ISH 2013. Ich klopfe, 1, 2, 3, dreimal auf Holz, dass auch dieser Tag ein toller und ein besonders schöner wird. Ich bin mir aber ziemlich sicher, denn an meiner Seite ist, und da bin ich sehr froh, nochmal auf Holz geklopft, dass sie es auch bleibt, Tatjana Wiczorek. Und an meiner Seite ist, wie immer, Olaf Pessler. Und ich bin mir ganz sicher, auch die 27. ISH, da wird es nochmal richtig heiß. Wir packen feurige Themen an und wir haben brandheiße Gesprächspartner. Ja, und heute wird es richtig feurig. Also, auf geht's. Auf geht's. Liebe Zuschauer, hier ist der Ofen noch lange nicht aus. Wir sind in Halle 9.2 auf der ISH 2013, genauer gesagt auf dem Ofenforum. Und bei mir, und darüber freue ich mich sehr, ist Frau Christiane Wodke. Sie sind Präsidentin des Industrieverbandes Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. Grüß Gott, Frau Wodke. Die Energiewende haben Sie eingeleitet, lange bevor die Energiewende eingeleitet wurde, kann man so sagen, oder? Ja, Gott sei Dank. Und so sind wir auch gut vorbereitet, diese Energiewende auch zu vollziehen. Und dieses Ofenforum, auf dem wir heute sitzen, hat das Motto holzbefeuerte Wärmesystem. Und das trifft den Nerv der Zeit. Frau Wodke, was würden Sie einem unentschlossenen Verbraucher raten, der noch mit sich ringt, soll ich mir eine Holzbefeuerungsstätte einrichten oder nicht? Was sagen Sie dem? Natürlich ein holzbefeuertes System zu kaufen, weil da hat er eine der schönsten Wärme, die es gibt, weil wir auch einen Wohlfühlcharakter haben. Wir sind ja längst schon aus der Ecke, aus dieser Nostalgie-Ecke heraus und wir haben hochintelligente, energieeffiziente Wärmesysteme. Aber es gibt ja bei all dem auch durchaus einen nostalgischen Charme. Es ist ja viel schöner, ins Feuer zu schauen, als auf den Heizkörper zu glotzen. Natürlich. Das ist gut für die Seele und gut für den Körper. Und wie gesagt, wir haben einen nachwachsenden Rohstoff und können uns dann auch immer an dieser Wärme erfreuen. Frau Wodke, vielen Dank für dieses sehr warmherzige Gespräch. Dankeschön. Wir haben uns jetzt hier auf der Messe ein bisschen umgesehen und mir ist aufgefallen, Herr Merz, dass selbst auf dem Boden das Wort AirContech steht. Was hat es denn damit auf sich? Und die AirContech ist eine ganz wesentliche Säule innerhalb der ISH. Hier trifft sich die Klima- und Lüftungswirtschaft auf internationaler Ebene und hier werden die Innovationen aus diesem Technikbereich präsentiert. Und was ist denn da wirklich das Wichtigste? Gut, wir sind im Moment in der ganz starken Entwicklung hin zur Energieeffizienz, das heißt energieeffiziente Ventilatoren, Wärmerückgewinnung und moderne Gebäudeautomation. Genau, das ist nämlich jetzt das Thema energieeffizient. Wie tief sind Sie denn wirklich dann in der Materie drin? Oh, wir sind hier schon sehr weit und wir können auch ohne rot zu werden, können wir behaupten, dass die Energiewende ohne eine moderne und energieeffiziente Raumlufttechnik nicht funktioniert. Dann vielen Dank und dann schauen wir uns mal weiter um. Meine Damen und Herren, Sie sehen es, der Job hier auf der ISH ist ein Knochenjob, aber einer muss ihn natürlich machen. Und da bin ich froh, dass zum Beispiel Tatjana Wiczorek nach wie vor an meiner Seite ist. Und Olaf Pessler an meiner Seite, ich kann mir niemand Besseren vorstellen. Und wir sind auch weiter für Sie da auf der ISH.